Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, wir loben dich, Herr, wir preisen dich, Herr, für diese Zeit, die du uns gemeinsam schenkst. Wir danken dir, Herr, für die Gelegenheit, dein Wort miteinander zu teilen und dein Wort einzustudieren und dein Evangelium. Allmächtiger Vater, fülle uns mit deinem Heiligen Geist, segne uns und schenke, dass diese Zeit unserer besten Heilung, Heiligung, Reinigung gehört. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Krankheiten sind Werke des Feindes. Und Jesus ist gekommen und hat sie überwunden, sodass du nicht mehr mit den Werken des Feindes leben musst. Wir gehen zum Buch der Offenbarung. Kapitel 12, Verse 7 bis 12. Da begann ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen Krieg zu führen. Der Drache und seine Engel kämpften. Aber er vermochte nichts und es gab keinen Ort mehr im Himmel für sie. Und der große Drache wurde gestürzt, die alte Schlange, die Teufel heißt und Satan und die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde gestürzt und seine Engel wurden mit ihm gestürzt. Da hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist gekommen das Heil und die Kraft und die Herrschaft unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott Tag und Nacht verklagt. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie liebten ihr Leben nicht bis in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und die Erde und die darin wohnen. Wehe dem Land und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen in gewaltigem Zorn, weil er weiß, seine Zeit ist kurz. Und was können wir dieser Passage entnehmen? Wir können den Satan besiegen durch das, was Jesus für uns am Kreuz schon errungen hat. Die Zeit, die der Betrüger auf Erden hat, ist nur kurz. Nun, der Betrüger ist auf Erden und versucht, dich zu täuschen und krank zu machen. Er ist wütend und er ist auf dich wütend, weil du als Abbild Gottes erschaffen wurdest. Das ist überhaupt der Grund, warum der Teufel den Menschen hasst. Wir sind Abbilder Gottes und wenn er einen Menschen sieht, sieht er das Abbild dessen, den er als Feind betrachtet. Und deshalb hat er uns die Feindschaft erklärt. Es ist was geschehen. Es ist was geschehen mit der Ankunft Jesu. Versteht, aus der Perspektive des Teufels, ganz am Anfang, Adam und Eva hatten auf Erden hier in der Schöpfung mehr zu sagen wie er. Warum? Sie waren nicht nur als Abbilder Gottes geschaffen, sondern Gott hatte ihnen die Herrschaft über die Erde gegeben. Sie hatten die absolute Autorität über die ganze Schöpfung, den Garten Eden. Und das hat sich dann verändert, als Adam und Eva gesündigt haben. Sie haben diese Herrschaft dem Teufel in die Hand gegeben. Sie haben dem Teufel mehr oder minder den Schlüssel zum Auto und das Fahrzeugbrief oder Fahrzeugschein oder Typenschein, wie auch immer man das in dem Land nennt, wo ihr lebt. So dass er jetzt die Macht darüber hat. Deshalb wurde er lange Zeit als Fürst dieser Welt betrachtet. Und so war er auf Erden. Und die Menschen waren immer eine Stufe unter ihm. Und als Jesus geboren wurde, hat er was gesehen, was er zuvor noch nie gesehen hatte, außer Adam und Eva. Da war einer, der plötzlich
über ihn war auf der Nahrungskette. Dieser Jesus von Nazareth hatte mehr Autorität auf Erden in der Schöpfung wie er. Bis dahin war er der unbestrittene Herrscher gewesen, Fürst der Welt. Aber auf einmal ist Jesus von Nazareth da und er kann mehr wie ich. Ich habe keinen Einfluss auf ihn. Ich kann ihn nicht beeinträchtigen. Ich kann ihn nicht quälen. Ich kann ihn nicht krank machen. Ich kann ihn nicht so Sünde verführen. Da ist ein Mensch und der Teufel ist nicht sonderlich schlau, aber sonderlich blöd ist er auch nicht. Der hat 1 plus 1 zusammengezählt und er dachte sich, oh Gott, oh nein, das ist der aus der Prophezeiung. Das ist der Messias. Das ist der Messias. Fragen wir ihn mal. Dämonen haben Jesus gefragt, bist du der, von dem es heißt, dass er kommen soll? Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus hat sich scharf angefahren, schweig still. Was wollte der Teufel machen? Naja, der muss weg. Wir müssen schauen, dass wir die Menschen aufwiegeln. Wir müssen schauen, dass wir das irgendwie bewerkstelligen, dass wir den Messias wegschaffen. Er muss weg. Sonst verlieren wir hier die Herrschaft. Das geht nicht. Was machen wir? Lassen wir ihn kreuzigen. Genau, das machen wir. Wir lassen ihn hinrichten, dann ist er tot. Und wenn er tot ist, dann ist er ja weg und dann ist ja kein Problem. Jesus starb. Wenn es einen Augenblick gibt in der Geschichte der Schöpfung, wo der Teufel seine ganze Macht, alles, was er drauf hatte, seine ganzen PS-Stärke, alles, alle Kräfte der Hölle gebündelt hat in eine Sache, war, dass Jesus nicht von den Toten aufersteht. Pustekuchen. Der dritte Tag ist angebrochen und das Grab war leer. Ja, Jesus ist auferstanden. Was für den Teufel damals eine relativ kritische Geschichte war, weil der ist jetzt auferstanden, wie in der Schrift steht, und was machen wir jetzt? Und nein, und jetzt haben wir den Salat wieder und jetzt ist der Messias wieder da. Und was? Er will in den Himmel fahren? Er fährt in den Himmel? Er fährt in den Himmel. Ja, Gott sei Dank, super, dass er im Himmel gefahren ist. Jetzt ist er hoffentlich weg. Denkste. Einige Tage später kommt ein Brausen vom Himmel. Und Gott gießt seinen Heiligen Geist aus über all jene, die bereit sind, ihn zu empfangen. Und das war kritisch. Weil plötzlich ist es nicht nur Jesus von Nazareth, der hier die Autorität innehatte, sondern alle, die an seinem Namen glauben, ihn als Gott annehmen und getauft werden im Namen des dreifaltigen Gottes. Plötzlich ist es nicht eine, sondern 3000 Menschen, die den Heiligen Geist empfangen und die den Teufel hier durch die Gegend schicken können, wie sie Lust haben, und die auch wirklich zuschlagen und den zum Kreuz jagen, dorthin, wo er gerichtet werden soll. Auf einmal hat der Teufel gesehen, er ist in der untergeordneten Rolle, er ist unter jenen Menschen, die die Gnade angenommen haben, Kinder Gottes zu sein. Die Erlösung, die Macht, das Reich und die Herrschaft des Gesalbten ist gekommen. Und wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, das ist Offenbarung 12,10, habe ich gerade vorgelesen, die Erlösung, das Heil, wir wissen, das Wort dafür ist Jeschua. Jeschua, die Macht, das Reich und die Autorität des Gesalbten ist gekommen. Christus bedeutet Gesalbte und wir sind Christen, das heißt, wir sind gesalbt. Und die Frage, die wir uns nun stellen müssen, ist,
verstehen wir uns als gesalbt. Was bedeutet das für dich, gesalbt zu sein? Was bedeutet es für dich, dass Jesus gesalbt war? Jesus war gesalbt. Was heißt das für dich? Heißt es einfach nur, dass irgendjemand ihm Öl über den Kopf gegossen hat? Oder heißt es, dass er mit der Kraft gesalbt war, unglaubliche Werke, Wunder, Heilungen, Befreiungen, Prophezeiungen im Namen Gottes zu vollbringen? Wir tragen diese Salbung. Erlösung kommt vom griechischen Wort Soteria, das Befreiung, Erlösung, Gesundheit bedeutet. Stärke kommt vom griechischen Wort Dynamis. Und das ist wunderwirkende Kraft. Dynamis ist übernatürliche Kraft. Autorität kommt vom griechischen Wort Exousia, was so viel bedeutet wie das Recht auf Rechtsprechung und Autorität, um physische und mentale Macht, um etwas zu besitzen. Nun hat er uns Kraft und Vollmacht gegeben. Was heißt die Kraft? Die Fähigkeit. Was heißt die Vollmacht? Das Recht. Ich habe zum Beispiel die Kraft und die Vollmacht, mich in diesem Haus aufzuhalten. Ich habe die Kraft, weil ich wirklich die erforderliche Muskel habe, um den Schlüssel zu drehen und durch die Tür reinzugehen, um mich hier aufzuhalten. Ja, ich habe die Kraft dazu. Aber ich habe auch die Vollmacht. Ich darf das. Da ist ein Vertrag, den ich unterschrieben habe und darauf steht, dass ich mich hier in diesem Haus aufhalten darf und ich darf hierin wohnen und die ganze Regierung, alle wissen es und die Regierung weiß es und so weiter. Ja? Ein Dieb, der Teufel kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ein Dieb hat vielleicht die Kraft, aber nicht die Vollmacht. Nun, wenn ein Dieb in unser Leben einbrechen will, weil er die Kraft hat, in unser Haus einzubrechen, er will ja töten und zerstören, haben wir aber die Vollmacht, den wegzuschicken. Wir müssen über die Werke des Feindes Bescheid wissen und sie erkennen, denn wir besitzen Macht und Autorität über sie. Nochmal, ich hatte heute ein Gespräch über den Willen Gottes. Und was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass du Macht und Autorität hast über die Werke des Feindes. Das ist sein Wille. Er ist ja dafür am Kreuz gestorben, dass du diese Macht und diese Autorität ausüben kannst. Oftmals, wenn wir mit chronischen Krankheiten zu tun haben, sind wir froh, wenn wir es einfach nur durch den Tag schaffen. Aber Jesus spricht von einem Leben, in dem es um viel mehr geht, als nur zu überleben und es letztendlich in den Himmel zu schaffen. Es geht nicht nur darum, es in den Himmel zu schaffen. Ja, es ist wichtig, dass wir das in den Himmel schaffen. Ja. Und das ist der primäre Grund, warum Jesus am Kreuz starb. Auch das. Aber das ist nicht das Einzige, wozu Jesus am Kreuz gestorben ist. Er ist dafür am Kreuz gestorben, um die volle Gewalt des Feindes, alle Werke des Feindes zu zerstören. Und dazu gehören Krankheiten, dazu gehört Arbeitslosigkeit, dazu gehört Trägheit, dazu gehört Rebellion, dazu gehören alle möglichen inneren und äußeren Regungen und Begebenheiten, die sich nicht dem Geist Gottes unterordnen wollen. Dem Geist des Heils, dem Geist Jeschuas und dem Geist der Heilung. Krankheiten werden im Buch Deuteronomium Kapitel 28 neben den Flüchen aufgelistet. Die gute Nachricht für uns heute ist, dass Jesus alles verändert hat. Er hat wirklich alles verändert. Das ist unglaublich. Umso mehr, dass ich die Heilige Schrift studiere, umso mehr staune ich darüber, was er alles verändert hat. Denn er hat den Fluch des Gesetzes erfüllt. Deshalb gelten heute nur die Segnungen aus Deuteronomium 28 auf uns zu. Oder für uns. Nur diese gelten für uns. Ich lese Johannes 10, 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe. Er ist gekommen. Nochmal. Was ist der Wille Gottes? Dass du Leben in Fülle hast. Er ist ja selbst das Leben. Und Fülle, da komme ich zu eines meiner Lieblingsworte aus der Heiligen Schrift, halt Griechisch, habt ihr alle schon mal gehört, Hyperekperisos, das heißt in überfließenden, unermesslichen Fülle. Das ist der Becher, der läuft nicht nur über, sondern das läuft dann den Tisch runter, den Boden entlang, so Türchen aus und flutet die Straßen.
Das ist Fülle. Das ist Hyperekperisos. Lies mal Galater 3,13 vor. Galater 3,13. Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Steht doch geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Nun gibt es hier wieder Leute, die sagen, aber wir haben doch Flüche von unseren Vorfahren. Das ist genauso, wie man sagen würde, dann ist Jesus eigentlich für umsonst am Kreuz gestorben. Nun, Sünden können Flüche verursachen. Ja, das heißt, durch die Sünde öffnen wir die Pforte, dass der Feind in unser Leben kommen kann. Aber Jesus ist dafür am Kreuz gestorben, dass wir diese Flüche nicht tragen müssen. Das heißt, wir müssen das nicht ertragen, wir müssen das nicht erdulden und wir können sie zum Kreuz jagen, wo das Lamm, das würdig ist, sein Lohn zu empfangen. Und was ist sein Lohn? Lohn des Lammes ist nicht, dass es ihm gut geht im Himmel. Er ist der König des Himmels. Lohn des Lammes ist, dass du keine Flüche mehr tragen musst. Das ist, was er bezahlt hat. Das ist, was er mit seinem Kreuz gekauft hat. Heißt es, dass wir keine georgianische Messe für unsere Vorfahren aufopfern müssen? Das heißt, dass ihr das nicht müsst. Ja. Aber wir müssen vieles nicht. Und trotzdem ist es gut, wenn wir das tun. Musst du dir die Zähne am Morgen putzen? Nein, musst du nicht. Ist es eine schlaue Idee, das zu machen? Ja, ist es. Ja? Wir müssen nicht jeden Tag in die heilige Messe gehen. Ist es eine vernünftige Idee, das zu tun? Sehr wohl. Wir müssen uns nicht gesund ernähren. Ist es gut, uns gesund zu ernähren? Ja, ist es. Es ist ein wunderbares, wunderschönes Werk der Barmherzigkeit und der Liebe, wenn wir für unsere Vorfahren, für die Seelen im Fegefeuer, gregorianische Messen lesen lassen. Aber die Geschichte, nur wenn du gregorianische Messen liest, wirst du von Flüchen befreit, das ist falsch. Wir gehen zu Jakobus. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 17. Ja. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt. Bei ihm ist null Finsternis. Gott wird immer etwas Gutes aus einer schlechten Situation machen. Amen. Wird immer etwas Gutes aus einer schlechten Situation machen. Aber er gibt nie und nimmer Menschen Krankheiten, damit sie dadurch etwas lernen. Gott ist ein guter und liebender Gott und alle vollkommenen Gaben kommen von ihm. Er ist nicht darauf angewiesen, jemanden Krankheiten zu geben, damit sie was lernen. Aber oftmals sind wir Menschen so, dass wir solche sture Böcke sind, dass wir erst, wenn es kurz vor knapp ist, uns plötzlich Gedanken darüber machen, ob wir was lernen können. Wir sind diejenigen, die es so weit kommen lassen, nicht der Herr. Da haben wir ein wunderbares Beispiel, ja? Jemand schläft ein auf der Autobahn. Wer hat es so weit kommen lassen? Nicht der Herr. Aber der Herr hat aus dieser schlechten Situation, der schlafende Fahrerin, das Beste gemacht. Hat sie wahrscheinlich, hat seine Engel auch geschickt, damit sie heil zu Hause ankommt. Nach einer Stunde schlafende Autofahrt. Das ist der Hammer. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Bitte nicht zu Hause probieren. Das sind unglaubliche Zeugnisse, die wir heute bekommen haben. Vorhin bin ich angerufen worden. Mein Mann wurde geheilt von Krebs, von Prostatakrebs. Gepriesen sei der Name des Herrn. Der Herr wirkt Wunder links und rechts. Er wartet nur darauf, Wunder zu wirken. Und er hat dich als Werkzeug. Das ist seine Kirche. Wir sind seine Kirche.
Durch wen soll er denn sonst wirken? Er hat schon immer durch Menschen gewirkt. Durch Abraham, durch Mose, durch Isaac und Jakob, durch David, Jesaja, Elia, Elisha, durch all die Propheten. Schließlich wirkt er heute durch uns. Fesseln und Angst sind nichts anderes als organisierte Qual, aber Jesus ist gekommen, um die Peiniger zu quälen. Matthäus 8, 29. Das wäre wirklich so eine Genugtuung, das vorzulesen. Als er an das andere Ufer in das Land der Gadaräer gekommen war, traten ihm zwei Besessene entgegen, die aus den Grabhöhlen herauskamen. Sie waren sehr gefährlich, sodass niemand diesen Weg benutzen konnte. Sie schrien: Was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Nun weidete in einiger Entfernung von ihnen eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen: Wenn du uns austreibst, so schick uns in die Schweineherde. Da sagte er zu ihnen: Fort mit euch. Bist du gekommen, um uns zu quälen? Ja. Wir sind da, wir die Kirche sind da, um Dämonen zu quälen. Ja? Denk mal darüber nach. Jesus sprach zu Petrus: Ja, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Was bedeutet das? Viele Menschen stellen sich das so vor, wie so lauter Dämonen mit großen Pforten kommen und versuchen, die Pforten über die Kirche drüber zu braten. Aber das ist nicht so. Wir, die Kirche, wir brechen ihre Pforten ein. Wir sind die Angreifer. Aber heutzutage denken die Leute, dass wir die Angegriffenen sind. Der Teufel hat es uns in unseren Köpfen versucht einzudrillen. Es ist ja ein teuflischer Eingriff. Einen Quatsch ist es. Wir greifen an. Wir sind diejenigen, die die Macht des Teufels knicken. Warum? Nun ist die Zeit gekommen. Des Heiles, der Kraft, der Vollmacht seines Gesalbten, der Sieg des Lammes. Wir sind dieser Sieg. Wir sind die Träger dieses Sieges. Wir sind die Träger der messianischen Mission Jesu. Das heißt, wir müssen als Messias hier auf Erden fungieren. Leute, das steht im Katechismus der katholischen Kirche. Das ist keine Erfindung von mir. Wir müssen das messianische Heil einläuten. Wir greifen an. Wir sind auf dem Vormarsch. Die Lügen des Feindes beginnen in unserem Denken, im Verstand. Oftmals denken die Leute, dass Heilung im Fleisch beginnt, aber das stimmt nicht. Heilung beginnt immer im Verstand, in unserem Denken. Ich gehe mal zu Jakobus 4, 7. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch also Gott, widersteht aber dem Teufel, dann wird er vor euch fliehen. Der Feind versucht, dich herauszufordern und dich zu bestehen, weil er weiß, dass du es schon hast. Er kann nicht stehen, was du nicht schon hast. Er will deine Heilung stellen, er will deine Gnaden stellen, er will deine Heiligkeit stellen, er möchte alles stehlen, was Gott dir geschenkt hat. Er will deinen Studienplatz stehlen, er will deine Fähigkeit stehlen, zu arbeiten, ein gutes, gesundes, Gott wohlgefälliges, glückliches Leben zu führen, als freies Kind Gottes. Das will er rauben, das will er stehen. Und wir müssen es uns nicht gefallen lassen. Wir sind über ihn in der Nahrungskette. Der Feind kommt, um dich zu betrügen. Er will dich dazu kriegen, dass du mehr an seine Werke und Lügen glaubst, als das Wort Gottes. Er weiß, dass wenn du die Wahrheit kennst, dass die Wahrheit dich freimachen wird. Johannes 8, 32. Johannes
Johannes 8. Falsches Buch. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Eines der wichtigsten, mächtigsten Werkzeuge, die ich gesehen habe im Befreiungsdienst, ist hier die Heilige Schrift. Die Dämonen halten die Heilige Schrift, sie halten das Evangelium nicht aus. Wollt ihr den Teufel schnell fliegen sehen? Schnell fliehen sehen, dann liest mal aus dem Evangelium vor. Die müssen weg, die halten es wirklich nicht aus. Die Wahrheit wird uns befreien. Der Dieb kommt, um deine Identität zu stehlen. Wenn wir anfangen, uns als Kinder des Allerhöchsten Gottes zu identifizieren, fangen wir an, wie Könige und Priester umherzugehen, wie Kinder Gottes, die gesegnet sind. Epheser 1,3. Krankheiten wollen dich isolieren, aber Jesus will, dass wir immer in Gemeinschaft und Beziehung stehen. 1. Johannes 4, 18 und 19. Gehe ich dorthin? Lies von Ab 17. Darin kommt die Liebe bei uns zur Vollendung. Also, darin wird die Liebe Gottes perfekt. Dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichtes. Hier geht es um den Willen Gottes, ja? Was ist der Wille Gottes? Dass die Liebe in uns so vollendet ist, dass wir am Tag des Gerichtes gut lachen haben. Yay! Denn so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Versteht? Wir müssen so sein wie Jesus in dieser Welt. Kannst du zu Hause nachsprechen? Ich muss in dieser Welt so sein wie Jesus. Ich muss in dieser Welt so sein wie Jesus. Ich bin in dieser Welt so wie Jesus. Was hat Jesus gemacht? Er hat geheilt, Wunder vollbracht, das Evangelium verkündet. Er hat Gott über alles geliebt, hat den Menschen Gutes getan. Er war die Liebe in Person, wortwörtlich. Wir sind so wie er in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe, nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Bestrafung zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist in der Liebe nicht vollendet. Furcht, Angst ist keine Frucht des Heiligen Geistes. Das kommt nicht vom Herrn. Es kommt entweder vom Teufel oder vom Fleisch. Wenn es vom Teufel oder vom Fleisch kommt, hat es in dir nichts verloren. Wozu um Himmels Willen sollst du Angst haben? Wir haben einen mächtigen Gott, der für uns ist. Wenn er für uns ist, wer soll denn gegen uns sein? Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Das heißt, wir haben Gemeinschaft, weil wir lieben. Wir wollen so sein wie Jesus. Jesus war immer für die anderen da. Jesus kam, um die Werke des Feindes zu zerstören. Das Grab hatte keine Macht, Jesus festzuhalten. Und es kann auch dich nicht halten. Apostelgeschichte 2, 21 bis 24. Angst hält Menschen gefesselt und die Angst vor Krankheiten kann genauso qualvoll sein wie die Krankheit selbst. Hebräer 2, 14 bis 15. Angst hat keinen Platz mehr in deinem Leben. Fang an, in Frieden und Zuversicht zu wandeln. Johannes 16, 33. Manchmal geben wir den Lügen des Feindes mehr Aufmerksamkeit als den Worten Jesu. Weil unsere Angst verwandelt sich dann in Unglauben, naja, vielleicht bleibe ich dann doch krank und hindert uns daran, alles zu empfangen, was Gott für uns hat. Verurteilung ist noch ein Werk des Feindes. Wenn wir Erlösung annehmen können, basierend auf dem, was Jesus für uns getan hat, warum sollten wir dann sagen, dass das Empfangen von Heilung auf unseren Handlungen und unserem Grad der Würdigkeit basiert? Die
Die Frage, bin ich würdig, lässt sich ganz leicht beantworten. Nein, bin ich nicht. Bist du würdig, geheilt zu werden? Nein, bist du nicht. Bist du würdig, irgendein Segen zu empfangen? Nein, bist du nicht. Du hast null Würde. Von dir aus null Würde. Aber Jesus hat dafür bezahlt, dass du seine Würde besitzt. Du bist ein Jesus wert. Das ist der Preis, der für dich bezahlt wurde. Gott hat für dich einen Jesus bezahlt. Das ist, was du wert bist. Das ist deine Würde, ist ein Jesus. Du besitzt die Würde Jesu. Warum? Jesus hat sie dir am Kreuz verliehen. Vater, ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Johannes 17, 20 bis 23. Sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Jesus ist gekommen, um dich von den Lügen des Feindes zu befreien, die dich in Fesseln gehalten haben. Und was erzählt dir der Feind? Du bist nicht würdig, du bist nicht heilig genug, du gefällst Gott nicht, du lebst nicht entsprechend seinem Willen, du bist so eine schlimme Nudel, weil alles, was du tust, du machst ja nur Mist und da, die, da, die, da, die, da, die, da, die, da, die, da. Schuldig wie angeklagt. Aber Gott sei Dank muss ich nichts tun, um Kind Gottes zu sein. Meine Kinder, sie müssen null Leistung bringen, um meine Kinder zu sein. Sie sind meine Kinder. Ist so. Jeder einzelne von ihnen. Sie können sich auf den Kopf stellen. Sie sind immer noch meine Kinder. Sie können Schwerverbrecher werden. Sie bleiben meine Kinder. Es gibt nichts, was meine Kinder tun können, dass sie dann aufhören, meine Kinder zu sein. Es geht nicht. Du kannst nicht aufhören, sein Kind zu sein. Du kannst es verleugnen, du kannst es ablehnen, du kannst so tun, als ob du es nicht wärst. Ja, das ist deine Freiheit. Aber du bleibst sein Kind. Du bleibst seine geliebte Tochter. Du bleibst sein geliebter Sohn. Amen. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für die Worte, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Ich bitte dich, Vater, dass du alles von den Herzen der Zuhörer und Zuschauer hinwegwäscht, was nicht von dir kam, alles, was von mir kam, wasche es aus ihren Herzen hinweg und lasse nur das in ihren Herzen bleiben und aufblühen, was von dir kam. Darum bitten wir, mächtiger Vater, im heiligen Namen Jesu. Amen.